liebes Zuckerkörnchen und willkommen zu Episode 5 von Eldaria. Ich sehe wieder los. Dass jetzt Episode 5 rauskommt, hat mich jetzt nicht sehr überrascht. Wir haben ja eigentlich alle damit gerichtet, dass es im November rauskommt. Ja, wie gesagt, von daher bin ich nicht sonderlich surprised. Es war nur gerade ein bisschen lustig, weil ich eigentlich Episode 25 weiter aufnehmen wollte, weil ich noch nicht dazu gekommen war, weil ich jetzt viel beim Arzt sein musste und auf jeden Fall viele weitere Geschichten, die jetzt nicht weiter wichtig sind. Und dann wollte ich das eigentlich machen und dann habe ich gesehen, oh, Episode 5 ist das. Also, nimmst du mal Episode 5 drauf, ne? Also, gut, ansonsten, ja, nicht wundern, dass da diese wunderbare Seite hier offen ist, denn ich bediene mich da der Lösung, weil ich, wie gesagt, erstens noch nicht so richtig das Gefühl habe für Azuril in dem Sinne, das heißt nicht richtig das Gefühl dafür haben, aber ich meine, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich es zum Beispiel bei Castiel bin, because it's not so long wie bei Castiel, ne, und promote, geht alle auf ihren Blog, nee, Spaß, auf jeden Fall gibt es ja außerdem noch die Lösung für diese Episode und solange es die gibt, warum soll ich die dann nicht nutzen? Also nicht wundern, wenn ihr dann das hier seht. Könnt mich jetzt gerne ausbuhen, aber das ist mir herzlich egal. Also dann, reden wir nicht weiter drum und fangen an. Aber bevor wir das tun, warte. Ja, stimmt auch. Okay. Der erste Auftrag. Die Garde von Ehl schickt dich auf deine erste Mission. Sie zählt auf deinen Erfolg. Komme, was wolle. Jo. Dann wollen wir mal. Okay. Soeben hatte ich erfahren, dass ich statt eines Menschen ein Fairywesen war. Diese Neuigkeit hatte mich natürlich ganz schön aus der Fassung gebracht. Doch als ich mein Zimmer betrat, war das fast übergelaufen. Oh Gott, das kann nicht euer Ernst sein. Hier kann ich doch unmöglich schlafen. Bitte, Jamor, tu doch was. Miko gesagt, geh im Zimmer. Du haben Zimmer, Jamor, mehr nicht tun. Okay, by the way, ich kann den jetzt nicht irgendwie in ein tiefes, keine Ahnung was sprechen, denn ich bin eine Frau und kein Mann. Also, lassen wir das einfach. aber, das könnt ihr doch nicht machen. Ich komme gerade erst aus der Zelle. Ich verlor allen Mut und diesen Ogre interessierte es gar nicht. Wenn anderes Zimmer wollen, Miko fragen. Sie wird mir niemals zuhören. Mitsugi, nicht mutig. Dankeschön. Wenn es darum geht, Miko die Stirn zu bieten, nicht wirklich. Okay, ich gehe schon. Danke. Trotzdem. Ja, wow, toll. Und ich dachte gerade, dass dieser Kreis hier beim Fenster, dass das auch so eine Option zum Gehen ist. Ja. Okay. Mein Rechner arbeitet mal wieder wunderschön. Ich hoffe, man kann es nicht allzu schlimm hören. Super. Sie ist nicht da. Geil. Ah, Jika. Hey, was hast du im Kristallsaal gemacht? Ich habe Miko gesucht. Hast du sie gesehen? Ja, sie ist gerade weggegangen. Mist. Warum wolltest du sie denn sehen? Ich habe ihr ein Anliegen vorzubringen. Ein Anliegen? Was denn für ein Anliegen? Du weißt ja, sie haben mir ein Zimmer zugewiesen. Ich habe gedrückt. Doch, jetzt okay. Ah, und wie ist es? Heruntergekommen, das ist kompliziert, das gefällt mir nicht. Also, ich weiß nicht, ich würde 3 sagen, ist so ein bisschen so weh. Heruntergekommen, das ist kompliziert. Oh.
ich will nicht bei dir steigen. Ja, klar. Ich will nicht bei dir steigen. Ich will nicht bei dir sinken. Meine ich. In Bezug aufs Zimmer. Okay. Ja, es ist runtergekommen. Es ist heruntergekommen. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Lass mal sehen. Die Wände sind brüchig, der Boden dreckig und ich habe nicht mal eine Matratze. Du übertreibst. Nein, wirklich, komm und sieh es dir selbst an, wenn du mir nicht glaubst. Das glaube ich auch. Hä, was? Hä? Okay. Ich führte sie zu meinem Zimmer, damit sie sich vom Ausmaß der Katastrophe selbst überzeugen konnte. Stimmt, es ist heruntergekommen. Also auf den ersten Blick hin fehlen mir wirklich die Worte. Ich verstehe jetzt, warum du mit Miku sprechen willst, aber selbst wenn ich es hinbekomme, dir einen Termin bei Miku zu organisieren, um mit Miku zu sprechen, braucht man jetzt einen Termin? Ich glaube kaum, dass sie dir Gehör schenken wird. Ich werde es trotzdem versuchen. Viel Erfolg. Dialog schließend, Dankeschön. Also, weißt du, hier alles voll prachtvoll und was ist das für ein Zimmer dann? Das gibt's so ja nicht. Ja, gut, ja, wow, okay. Ah, da ist Miku. Weißt du, Leiftan, dass diese Geschichte, was diese Geschichte angeht, bin ich etwas perplex. Ich auch. Wer hätte dies für möglich gehalten? Oh, schau mal, wir haben Besuch. Was willst du, Mitsugi? Also, schnell, schnell, wir unterhalten uns doch gerade. Da kann ich unmöglich schlafen. Es gibt nicht einmal eine Matratze. Du wolltest ein Zimmer. Und jetzt hast du eins, oder? Jamon schläft auch ganz wunderbar. Und er hat auch keine Matratze. Ich erinnere dich daran, dass ich deine Anwesenheit hier zwar hinnehme, mich aber nicht um dich kümmern muss. Sie bedeutete mir, mit einer raschen Handbewegung zu verschwinden. Toll, das hat ja viel gebracht. Was ist das denn nur für eine Welt? Ich bin allein, ich habe nicht einmal eine Matratze zum Schlafen, mir reicht es langsam. Was reicht dir langsam? Oh, Leiftan, du bist's. Bist du fertig mit Miku? Ja, kann man so sagen. Also, was reicht dir so langsam? Einfach alles. Ich habe hier niemanden und man gibt mir ein Zimmer, das noch schlimmer als eine Gefängniszelle ist. Verliere nicht deinen Mut. Wenn ich du wäre, würde ich Miku nicht allein gegenübertreten. Als er das sagte, legte er mir eine Hand auf die Schulter. Ehrlich? Ja, wenn du nicht alleine vor ihr stehst, hat sie größere Skrupel, dein Anliegen abzugehen. Verstehe. Ich muss los, ich habe noch was zu erledigen. Okay, und danke. By the way, nochmal sorry für Stimmen und sowas. Ich bin da mal wieder ein bisschen raus. Ah, Mitsugi, was machst du denn hier? Bist du nicht in deinem Zimmer? Nein, und ich glaube auch nicht, dass ich so schnell dahin zurückgehen werde. Wieso das denn? Das Zimmer ist ganz dreckig und ich habe nicht einmal eine Matratze. Oh nein, das hat sie nicht wirklich gewagt. Doch, scheinbar doch. Ich mag Miku ja wirklich gern. Weiter. Aber manchmal übertreibt sie wirklich. Sie kann dich doch nicht wirklich in einem so heruntergekommenen Zimmer unterbringen. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu sprechen, aber sie möchte davon nichts hören. Manchmal kann sie ganz schön dickköpfig sein, aber das darfst du ihr nicht übel nehmen. Sie tut wirklich ihr Bestes, wenn sie nur will. Was willst du also tun? Wo du gerade davon sprichst, ich habe dich genau deswegen gesucht. Oh? Leiftan hat mir vorgeschlagen, dass ich mehrere Gardenmitglieder um ihre Unterstützung bitten sollte. Würdest du mir helfen? Dabei helfen, mit Miku zu sprechen? Ja. Oh, also, ich weiß nicht so recht, weißt du? Okay. Bist du auch erst so voll enthusiastisch und dann so voll der Schisser wieder. Noch Gero. Bitte. Na gut. Danke.
Yay! Wir haben einen Verbündeten! Ich glaube, ich sollte gerade ein bisschen heller sprechen. Ich weiß halt auch leider jetzt gerade nicht, wie das mal wieder auf dem über das Mikro und sowas ankommt. Ich habe immer das Gefühl, das Mikro stellt meine Stimme eigentlich etwas höher, als sie ist. Also, gefällt dir dein Zimmer? Ich hoffe, sie geben dir ein gemütliches Bett. Warte, was? Oh. Ich hoffe, sie haben dir ein gemütliches Bett organisiert. Ich bin da etwas wählerisch. Bitte, was? Habe ich gerade richtig gehört? Stellt er sich gerade vor, in meinem Bett zu schlafen? Du musst dir auch so die Bettwäsche aus Seide zulegen. Baumwolle kann ich überhaupt nicht haben. Wie krass. Oh, der Professor. Du bist schon kackendreist, ne? Also, um das Bett zu beziehen, bräuchte ich zunächst erst einmal eine Matratze. Wie meinst du das? Na, ich habe einfach nur ein Bett. Also ein Gestell. Ein Lattenrost? Nein, das Gestell. Du weißt schon, aus Holz. Du willst mir also wirklich weismachen, dass Miko dir ein Zimmer gegeben hat, in dem ein Bett ohne Matratze steht. Habe ich dir bisher nicht die Wahrheit gesagt? Natürlich, warum sollte ich lügen? Ich wünschte, es wäre nicht die Wahrheit. Ja gut, Ich wünschte, es wäre nicht die Wahrheit. Kann ich verstehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass du dich bereits bei Miko beschwert hast. Ja, sie hat mich allerdings rausgeschmissen. Ich wollte dich fragen, ob es dir etwas ausmachen würde, mich zu begleiten und mir dabei zu helfen, sie zur Vernunft zu bringen. Warum nicht? Es käme mir schließlich auch gelegen, wenn du ein Bett hast, das seinen Namen verdient. Gut! Okay, auch wenn er mir etwas Angst einjagt, will er mir zumindest helfen. Ich glaube, ich bleibe, schaue jetzt mal bei Nefra und Co. Nicht nach Lösungen oder sowas, sondern nur bei Esri. Das wird mir sonst ein bisschen zu anstrengend. Jika, da bist du ja wieder. Also, hast du ein anderes Zimmer bekommen? Nein, Miko wollte mir nicht einmal zuhören. Um ehrlich zu sein, dachte ich mir so etwas schon. Ich mag Miko zwar, ich dachte, ich hätte Gero gehört. Aber wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bringt man sie davon auch nicht so schnell wieder ab. Du solltest am besten mehrere Mitglieder der Lichtgarde darum bitten, dir dabei zu helfen, sie zu überzeugen. Ja, Leifton hat mir dasselbe geraten. Haha, Leifton weiß echt, wie man mit Miko umspringen muss. Er scheint in jedem Fall ein guter Beobachter zu sein. Das ist er, aber er ist auch sehr hilfsbereit und sehr kultiviert. Ich rede sehr gerne mit ihm. Du scheinst ihn wirklich sehr gern zu haben. Ja, außerdem ist er ein ganz hübscher Kerl. Wie bitte? Was, findest du ihn etwa nicht süß? Dazu habe ich noch keine Meinung. Er ist wirklich süß, er ist nicht wirklich mein Geschmack. Ah. Genau. Stimmt, du hast noch nicht viel Zeit mit ihm verbracht. Wir reden ganz schön Quatsch, oder? Ein bisschen, ja. Naja, weil ich weiß, von G-Card mag es nicht, wenn man irgendwie so überschnell ist oder sowas. Ne? Wenn man sich noch nicht so lange kennt und deswegen, ja. Aber ich habe mir das gedreht. Entschuldige, manchmal sprudelt es einfach so aus mir heraus. Oh, nicht so schlimm. Also, um zum grünen Zaun zu kommen, möchtest du, dass ich dir den Rücken stärke? Bitte was? Warum jetzt zum Croissant? Hä? Hä? Okay, ist das so eine Redensart von der oder wie? Okay. Wenn es dir nichts ausmacht? Wenn ich es dir anbiete, dann weil es mich nicht stört. Okay, ja, dann würde ich dein Angebot annehmen. Okay, ich glaube, das ist so von denen so eine Redensart von wegen so, um auf das Thema zurückzukommen. Ah, Alagea! Hey du! Hey! Na, hast du dein Zimmer schon gesehen? Wie ist es eingerichtet? Hast du ein paar Bücher und was zu essen? Und sie hört nicht auf zu quasseln. Da steht nicht wirklich viel drin. Wie meinst du das? Nicht viel?
Ich habe keine Bücher, kein Essen, keine Matratze. Was? Du hast nicht einmal eine Matratze? Du scheinst doch schockierter zu sein als ich. Das ist aber nicht sehr nett, dich in so ein Zimmer zu stecken, finde ich auch. Wirst du mit Miko darüber sprechen? Das geht nämlich wirklich nicht, dass sie dich in diese Situation allein lässt. Das habe ich schon, aber sie wollte davon nichts hören. Deswegen habe ich auf den Rest von Lifetime hin... was? Heute kann ich nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Ja. Okay, tschüss. Amanda! Fuck it! Deswegen habe ich auf den Rat von Lifetime hin versucht, so viele Leute wie möglich zu meiner Unterstützung zusammenzutrommeln. Eine wirklich gute Idee. Okay, ich musste nicht einmal Überzeugungsarbeit leisten. Sie ist wirklich lieb. Ja, ich mag Alashi ja voll. Die ist voll süß. Okay, holen jetzt Schmiede. Okay, kann ich. Rito der Garn, Kristallseil. Ja, gut. Ja, okay. Wie soll ich denn noch... Ja, gut, also, ja, okay. Wow, man muss auch mal ein bisschen rausgucken. Na, sowas, man könnte meinen, das Fräulein sei genervt. Ein bisschen, ja. Wieso das denn? Miko hat mir ein Zimmer zugewiesen. Das ist wirklich nicht lieb von ihr. So. Ja, das ist wirklich nicht lieb von ihr. Was für ein gemeines Mädchen. Azriel, kannst du auch mal den Leuten ernsthaft zuhören? Ich bin zwar nicht undankbar. Azriel. Was? Nichts, lass gut sein. Immer so empfindlich. Was hast du denn für ein Problem mit deinem Zimmer? Es ist ganz schmutzig und verfallen. Ich habe nicht einmal eine Matratze. Ja, ich habe gedrückt. Okay. Ich verstehe nicht, inwiefern mich das was angeht. Wärst du denn glücklich damit, in einem solchen Holzbett zu schlafen? Ach, das würde mich nicht mehr stören. Ich habe eine Tonne an Anti-Schmerz-Tränken auf der Hand. Ja gut, so kann man es auch lösen, ne? Also... Okay, schön. Allerdings gibt es dabei eine Sache, die mich dann doch stört. Ah, und das wäre... Der Gedanke daran, dass du jeden Morgen nörgelst, weil das Freundin schlecht geschlafen hat und ihr empfindlicher Rücken wehtut. Jetzt, wo du es sagst, ich würde mir wahrscheinlich dauernd Schmerzmittel besorgen müssen. Na gut, sag mir Bescheid, wenn du mit Miko sprechen wirst. In Ordnung. Geil, finde ich jetzt toll. Oh, mein Kater kotzt an der Tür. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe überhaupt keinen Grund, das Hauptquartier zu verlassen. Ich sollte besser drinnen bleiben. Okay, dann nicht. Also, Valkyon! Ah, Valkyon, da bist du ja. Ich glaube, ich sollte ihn besser direkt um Hilfe bitten. Ich glaube nicht, dass mein Problem ihn sonderlich interessiert. Wo soll ich nur anfangen? Warte kurz, ich will mal kurz meine Meter überprüfen. 20, 5... Okay, ja, ich könnte jetzt mal was Positives da sagen. Ich habe das Gefühl, ich bin bei den FV runtergegangen, oder? I don't know. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass ich nur was Neutrales hatte. Ich glaube, das war das Mittlere. Was starrst du mich denn so an? Oh, entschuldige bitte. Nicht so schlimm, wenn du etwas zu sagen hast, dann spuck's aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es dich überhaupt interessieren würde. Mach's kurz. Miko hat mir ein Zimmer mit Bett ohne Matratze gegeben. Deshalb bin ich zu ihr gegangen, aber sie wollte von dem Ganzen nichts hören. Lifetime hat mir die Idee ins Ohr gesetzt, dass ihr mir helfen könntet. Da wäre ich also. Würdest du mir helfen? Ich hab doch kurz gesagt... Entschuldige. Weißt du, wenn du dich immer nur auf andere verlässt, dann bringst du es dir nicht besonders weit.
würdest du mir trotzdem bitte helfen? Ja, eine Matratze ist schließlich unerlässlich, wenn du auf einen erholsamen Schlaf angewiesen bist. Und für den Erfolg deiner Mission musst du unbedingt ausgeruht sein. Es wäre wirklich idiotisch, wenn deine erste Mission allein deswegen misslingt. Danke. Endlich hatte ich alle zusammengetrommelt, um mich Miko gegenüber zu... Was? Um mich Miko gegenüber zu unterstützen. Okay. Ja. Und das alles nur für eine Matratze. Ohne Scheiß, wir hatten wir früher einen Aufstand machen.